Genau, und jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn ihr jetzt nicht klarkommt, ne? Logarithmen gucken wir uns dann auch nach und nach an. Wir machen nachher nochmal Logarithmen und dann Step by Step. Genau, und da ist auch wieder die Sache, ihr müsst dann nur so ganz einfache Dinge wissen. Darauf werde ich aber dann nochmal genauer euch hinweisen. Genau, wir wollen jetzt nach diesem hier umstellen. Nach diesem Spaß hier. Wie können wir das machen? Was würdet ihr als erstes machen? Genau, geteilt durch 10 Dezibel. Schreibt das jetzt einmal schön sauber mit und guckt euch das in ein paar Tagen nochmal an. Dann ist das ein bisschen klarer, ne? Also wenn jetzt überhaupt Gehirnknoten entstehen sollten. 10 Dezibel. So, bisher ist aber alles, was ihr schon gemacht habt, ne? Log. So. Genau, das war jetzt alles. Jetzt kommt ein wichtiger Schritt. Jetzt wird nämlich quasi eine Basis eingeführt. 10. Genau, was würdet ihr jetzt machen? Wer weiß das zufällig? Wer weiß das? Genau, jetzt wird auf beiden Seiten quasi potenziert hier mit dieser Basis. Das ist eigentlich, das ist genau wie Wurzel aus x² ist gleich x. So. Genauso ist, wenn ich 10, genau, 10 hoch log x ist gleich x. Das ist genauso was. Weil Logarithmus ist dieses LOG, das ist zur Basis 10. Das gucken wir uns nachher nochmal an. So, genau dieses hier, ne? Das ist das, was wir jetzt im Prinzip anwenden. Wir rechnen 10 hoch auf beiden Seiten. Also hier haben wir dann 10 hoch L durch 10 Dezibel. Ich habe euch die schwierigste rausgesucht hier. 10 hoch log I durch I0. So. Das heißt, das haben wir im Prinzip nur angewendet. 10 hoch auf beiden Seiten. Das ist genauso wie auf beiden Seiten Wurzel ziehen, auf beiden Seiten quadrieren, auf beiden Seiten 10 hoch rechnen. Das geht auch. Ja, log und LG. Also log und LG, das ist immer Basis 10. Dann gibt es noch LN. Was ist LN? Machen wir das gerade auch nochmal. Ln, welche Basis? Genau, e. E hoch x. Also dasselbe, wenn ich habe e hoch ln x, ist das gleich x. So, genau, und da gehen wir nach und nach, ne? Da führe ich euch langsam ran an die ganzen Sachen. Jetzt geht es erstmal um Umstellen, was es noch so gibt, ne? Und das ist wirklich schon die aller, das ist wegen Level 3 und die letzte Aufgabe, das ist eigentlich mit das Schwierigste, was euch begegnet. Also auch im Medizinstudium. Das ist das höchste der Gefühle, was man mal umstellen muss. Aber meistens ist es sogar noch leichter mit den Logarithmen. So, und dann haben wir hier 10 hoch L, 10 Dezibel. Was kriege ich jetzt auf dieser Seite hier? Wenn ihr euch das Gesetz hier anguckt, das ist nämlich genau dasselbe. Das hier und das hier. Da kommt jetzt einfach, dann haben wir es im Prinzip, genau, I durch I0, ne? Weil das hier ist im Prinzip das X, ne? Das X, was wir hier haben, kommt dann einfach nach vorne. So, und jetzt rechnen wir, was ist der letzte Schritt? Der letzte Schritt, dann haben wir schon, genau, das ist das, was ihr schon quasi vorhin auch schon gemacht habt, genau, mal I0, ne? Mal I0, und dann kann ich das Ganze ja umdrehen. Das heißt, ich habe 10 hoch L durch 10 Dezibel mal I0. Genau, und dann habe ich es umgestellt. Also der schwierigste Schritt bei der Aufgabe hier ist dieser. Das ist das allerhöchste der Gefühle, was jemals drankommen wird. Mehr braucht ihr, und das war es auch schon. Kann halt sein, noch mit L, dass hier LN steht, ne? Dann müsst ihr E hoch machen. Das gucken wir uns gleich aber nochmal an. Genau, also wenn ihr, schreibt euch das einmal auf und holt euch das später dann nochmal raus, die ganzen, mit dem Logarithmus. Genau, wenn wir dann da Aufgaben zu machen, wird das dann klarer.
Das ist wie Wurzel, ne? Ihr dachtet jetzt auch, Wurzel, die Frage kriege ich auch so häufig, ah, wie soll ich das denn ausrechnen? Meistens habt ihr auch, dürft ihr auch gar keinen Taschenrechner benutzen, aber dann kommt Wurzel aus 100. Ah, okay, ne?